Also als allererstes ist es sich das Logo von Ruff und Bones bei Amazon Plastic am Socken will. Yes. Und da soll jemand sagen, die Sneakerzeit ist vorbei, Bruder. Drei Optionen, Leute. Ja. Onlyfans, Hochzeitswanderin oder Cannabis. Hallo Leute! Hi! Wir sind Bounty und Coca und ihr seid bei... bei Stocks. Oha! Auf jeden Fall, cooles Album, feier ich. Keine Ahnung, warum die verklagen. Ich glaube, das ist gute Promotion für die. Meinst du nicht? Ja, eigentlich schon gute Promotion, aber die wissen auch, dass da Geld hinter ist und deswegen... Fuck it. Aber Drake can do whatever he wants. Ja, also scheint, dass Drake auch kein Vogue-Model ist. So. Want to avoid jogging, yet still make it to work on time? With the aid of the Moonwalkers, you may improve your walking pace by a factor of 2. Also ich finde das total lustig, weil es gibt so viele Menschen, die einfach ihre Füße nicht hochheben beim Laufen. Und we need to stop that. Ja. Und auf jeden Fall... Das sieht aus wie noch eine andere Art, einfach mehr... noch more lazy as fuck zu sein. Also für mich wäre das auf jeden Fall was. Es sieht nur hässlich aus, aber ansonsten finde ich es schon cool. Es gibt ja schon immer diese Rollenschuhe, ne? Die leuchten und sowas. Ich weiß nicht. Lauf doch einfach. Ja, also ich laufe gerne, aber ich glaube, ich spare auch gerne da, wo ich sparen kann, an Weg. Ich finde Laufen extrem wichtig, Leute. Ja. Lauft. Ach, der ist auf dem Playboy-Cover. Ganz ehrlich, er ist auch ein Playboy. Shoutout an Luciano. Go for it. Und ich finde, er ist ein gutes Gesicht für Deutschland. Und ja, gönnen wir doch, oder? Ja, klar. Ja. Wir gönnen jedem das Playboy-Cover. Ich glaube, ich bin ein Gentleman, ein harter Gentleman. Okay. Ich habe eine kleine romantische Ader gemischt mit ein bisschen Ernsthaftigkeit. Hat er das gesagt oder hat er das gerappt? Buh, 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 buh. Nee, ehrlich, hat er das gesagt? Also, das ist wirklich ein Zitat? Okay. Also, ich würde ihn das abkaufen. Er wirkt sehr respektvoll und sympathisch. Und ob er romantisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Du hattest ja auch kein Date mit ihm, deswegen kannst du es auch nicht sagen. Und ja. Ich weiß nicht, über den OnlyFans. Ja, what? Ehrlich? Was ist das für ein Vortrag? Ein auf, ja, Leute, so und so könnt ihr das machen? Oder ein auf. Bleibt lieber an der University, ansonsten müsst ihr OnlyFans machen. I'm so confused, like, ich weiß nicht, was ich jetzt dazu halt, also ich habe kein Problem mit OnlyFans und so, aber ich weiß jetzt nicht, was das an der Oxford University zu tun hat. Also ich finde generell, man, OnlyFans ist schön und gut, wenn man das macht, ist ja jedem selbst überlassen, aber man müsste jetzt nicht irgendwie Leuten einen Vortrag machen in dem Sinne. Ja, ich liebe Birkenstocks and can I sell mine too? Ja. Frag mich, wer die gekauft hat. War das so ein Steve Jobs Fan oder so ein Weirdo? Ein reicher Weirdo. Einfach dann den Schuhen riechen. Rena S. das Super Bowls. Ja, cool. Super Bowl ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Mit den Artists. Da passieren manchmal so komische Sachen. Also hoffentlich ist sie ready. Aber ja, nice. Ich liebe all ihre Songs und die Navy been waiting for a concert. Und ich glaube, dass sie ganz genau wussten, dass alle das sehen wollen. Und schlau gemacht. Aber Rihanna soll einfach mal normal Musik machen und nicht irgendwelche Soundtracks oder sowas. Ich finde, Rihanna soll machen, was sie will. Ja, und sowieso, wir freuen aber uns trotzdem auf ihr nein, Comeback. Rihanna soll einfach normale Musik Navy machen. Ich glaube, dass sie Specials auf die Bühne holen wird. Und ich glaube auch, dass es pro-black wird. Und ansonsten, es werden sehr viele geile Outfits auf der Bühne sein und I cannot wait to see that. 2019 von einer Instagrammerin in die Welt gesetzt, hat sich das Polarsonnen zu einem TikTok-Trend entwickelt. Die Sonnenstrahlung soll die Organe direkt mit Sonnenenergie versorgen und Kreativität sowie die Libido steigern. Das Sonnen soll einen Energieschub freisetzen, vergleichbar mit einer Tasse Kaffee. Tja. Dann Füße hoch, keine Ahnung. Ich wollte schon fragen, hat das irgendwie so Benefits, aber ist das echt so, ist das so, gibt es da eine Studie zu? Das würde ich gerne wissen, weil dann könnte man auch direkt mitmachen. Ja, ganz ehrlich Leute, ich kann mir das auf jeden Fall nicht leisten. Ich werde direkt gekickt wieder von TikTok, so I'm not gonna do that. Ich glaube, Sonneneinstrahlung ist generell immer ganz gesund, aber ja. Ja. Trotzdem die Sonnencreme nicht vergessen. Aber ich glaube, Sonne ist immer gut, ob fürs Poloch oder... Auch die dunkelste Stelle braucht ein bisschen Sonne. Ja, keine Ahnung, nie geguckt.
Ich kenne auch nicht eine einzige Person davon. Also als allererstes ist es sich das Logo von Ruff und Bones. Bei Amazon Plastic. Mit einem Krokodil auch noch. Ja. Und noch, da steht drauf Wild. Also, I don't know, guys. Ja, aber es ist voll, also wrong, voll die geile Idee. Ist cool. Also ich finde, das sollte schon mal jemand, jeder erlebt haben. Das sollte mal jeder erlebt haben? I don't know. Doch. Yes. Und da soll jemand sagen, die Sneaker-Zeit ist vorbei, Bruder. Ich weiß nicht mal, welcher Papst ist. Welcher Papst ist das jetzt? Ja, der Papst. Der Papst. Ey, die haben sich in letzter Zeit so oft gewechselt. Was heißt das? Steht da dann so, was steht da drauf? Yo, Pope Francis, Bruder. Ja, geil. Geil. Und dann mit den Dings, mit seinem Logo. Ja, period. Ey, wenn er die anzieht, auf jeden Fall bitte ein Bild schicken. Die werden dann auch irgendwann wieder versteigert. Ich find's süß. Ich finde das eine sehr persönliche Idee und cool. Vielleicht, aus welchem Jahr ist der Papst? Vielleicht sind ihn sogar noch so Schuhe, die er damals unbedingt haben wollte. Also, oh mein Gott, ich wollte die haben, seitdem ich ein kleiner Junge war. Persönliche Francis. Sneakers, immer ein Yes. Immer nice. Also falls jemand uns welche schicken möchte. Yes. Drake schon wieder, huh? Von sich selbst. Ja. Okay, welche sind es denn? Fire and Desire ist so schön. Oh, Fire and Desire ist wirklich nice. Drake ist einfach ein Loverboy. Ich glaube, er ist einfach deep down richtig BBL verletzt Drake. Worden. Er wurde einfach todesverletzt und seitdem möchte er einfach jemanden lieben und er möchte immer die Liebe geben, aber irgendwie doch nicht und deswegen redet er so viel über das Ganze hin und her, cause he's still looking. Ganz ehrlich, Drake, falls du sie noch nicht gefunden hast. Nein, niemals. I don't know. Ja, niemals. Nein, niemals hier bei uns. Aber. Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die nächsten Facts. Yeah. Und call your girls. Kommentiert fleißig. Call your girls, call us. Okay, tschüss.